Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht's um den Annaburger HTS 22.79 Multiland Plus Pack. Das kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch gerne das genauer vorstellen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu dem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Anhänger. Der Autor von dem Mod heißt hier VBM Modding und die Modgröße beträgt ca. 25,57 MB. Ist verfügbar in der Version 1.3.0.0. Aktuell für alle Plattformen. Wir fangen mal mit dem Anhänger mal an. Der Basiswagen. Ja, also ist im Prinzip ein ganzes Pack davon. Im Prinzip ein Basiswagen, dann ein Classicliner, Universalstreuer und ein Güllefass bzw. ein Tankaufbau. Der Basistransporter braucht ca. 7 Slots auf der Konsole am Anfang, bei jedem weiteren Kauf nur einen. Der Classicliner, der braucht 5 Slots, bei jedem weiteren Kauf auch nur einen. Und der Universalstreuer braucht 6 Slots, bei jedem weiteren Kauf auch nur einen. Und der Tankaufbau, der braucht auch 6 Slots und bei jedem Kauf auch weiterum einen wieder. So, wir fangen mit dem Basistransporter mal an. Der wiegt ca. 3,4 Tonnen leer, kostet 31.602 Euro. In der Konfiguration könnt ihr hier wählen die Reifenhersteller zwischen Trelleborg, Michelin oder halt Trelleborg wieder. Reifenvariante haben wir da die T421 Reifen oder die T404 Reifen. Dann haben wir hier wählbar bei Michelin die Cargo XBIB oder die Cargo XBIB-HF oder halt wieder die Cargo XBIB. Design unter Fahrschutz Standard haben wir hier wählbar oder unter Fahrschutz verkürzt. Ja. Verkürzt oder Schaltstandard. Ne? Dann haben wir hier wählbar die Hauptfarbe, zum Beispiel in Schwarz wählbar, dann in Rot wählbar, dann haben wir einmal in John Deere Grün wählbar, in Glasgrün wählbar, in Fendt Neu wählbar oder in Fendt Grün Alt wählbar. Natürlich könnt ihr auch die Felgenfarbe hier wählen, von Grau auf Rot, von Rot auf Gelb oder halt von Glasrot auch gerne auch zu Fendrot als Beispiel. Dann kostet dieser Hänger hier circa nur 400 Euro mehr mit diesen Konfigurationen, also knapp 32.002 Euro. Genau. Dann kommen wir hier zu dem Classicliner, das ist der HTS 22.79. Der kann 26.000 Liter laden, der wiegt 2,3 Tonnen leer und braucht mindestens 160 PS. Kostenpunkt 13.636 Euro. In der Konfiguration können wir hier noch wählen die Kapazität. Entweder 26.000 Liter bei allen Fülltypen außer Flüssigkeiten, also zum Beispiel bei Weizen, Mineralfutter, Steine, Getreide und Co. Oder wir können hier wählen 33.000 Liter. Da haben wir im Prinzip nur leichtes Gut, wie zum Beispiel Silage, Gras, Stroh, Heu oder halt Häckselgut oder halt eventuell auch noch Mischfutter. Je nachdem. Oder halt wieder die 26.000 Liter. Design ist auch hier wählbar als Standard oder als Warndreieck am Heck oder als Warntafeln. Also Warndreieck wird mit WT in Klammern gezeigt und Warntafeln mit WS oder Reflexionsstreifen in Klammern RS oder Warntafeln und Warndreieck, Warntafeln und im Prinzip Reflexionsstreifen bzw. das Warndreieck und die Reflexionsstreifen oder halt die Reflexionsstreifen und halt diese Warntafeln oder halt komplett alles Warndreieck, Warntafeln und Reflexionsstreifen.
oder halt gar nichts davon. Abkippmechaniken sind hier Standard, also nach hinten oder halt nach links. Und man sieht hier auch die Ecke an der linken Seite dazu. Ja, die kann man. Oder halt Standard, also nach hinten oder halt Kornschieber. Zu wählen ist auch hier die Hauptfarbe von Rot auf Schwarz, von Schwarz auf John Deere Grün, von John Deere Grün auf Glasgrün, von Glasgrün auf Fendt-Grün neu oder in Fendt-Grün alt. Dann kostet diese Hänger auch Standard hier nur 13.336 Euro. Man kann natürlich auch hier drunter gucken, was der alles laden kann. Im Prinzip alles außer Flüssigkeiten. Und wenn ihr den weiter aufbaut, kann der leichtes Ladegut auch laden. Dann kommen wir hier zu dem Prinzip Universalstreuer. Dieser kann streuen Mist, Dünger und Kalk. Auch sehr schön gemacht, ne? Der HTS 22.79 Universalstreuer. 17.000 Liter gehen hier rein. 2,5 Tonnen leer wiegt dieser. Und der brauchte mindestens 200 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 24 Metern. Gegebenenfalls, wenn man halt Kalk nimmt, glaube ich, weniger. Aber das werden wir natürlich auch gleich ausprobieren. Und fährt im Arbeitsmodus 20 km/h. Kostenpunkt 29.652 Euro. Hier könnt ihr in der Konfiguration wählen die Kapazität von 17 Kubik auf 23 Kubik oder halt wieder auf 17 Kubik. Design ist auch hier wieder wählbar mit Warndreieck, mit Warntafeln, mit Warndreieck und Warntafeln oder halt keins von beiden. Und natürlich die Hauptfarbe ist auch noch wählbar hier. Von Rot auf Schwarz, von Schwarz auf Grün, also John Deere Grün, von John Deere Grün auf Glasgrün, von Glasgrün auf Fendt-Grün neu oder auf Fendt-Grün alt. Als Beispiel. Kostet auch hier wiederum nur 29.652 Euro. Dann kommen wir hier zu dem Annaberger Tankaufbau, der HTS 22.79 GFK Tankaufbau. Dieser kann laden Gülle, Gärreste, Wasser, Herbizid und Flüssigdünger. Auch sehr interessant. Und kostet hier aktuell 31.188 Euro. Kann hier laden 18.000 Liter, wiegt 2 Tonnen leer und braucht 180 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 18 Metern mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Hier könnt ihr aber in der Konfiguration wählen, welche Konfiguration ihr davon wollt. Entweder Gülle und Gärreste, Wasser nur, Flüssigdünger und Herbizid oder halt wieder Gülle und Gärreste nur. Design ist hier auch wiederum wählbar. Standard, Warndreieck, Warntafeln oder halt Standard wieder. Dann habt ihr hinten am Heck den Applikator oder halt das Zugmaul hinten für halt jeweilige Dreipunktgeräte anzuhängen, wie zum Beispiel Schleppstauch oder Gruber. Oder halt wieder den Applikator. Hier ist auch wiederum die Hauptfarbe wählbar von Rot auf Schwarz, von Schwarz auf Grün, John Deere, von John Deere Grün auf Glasgrün, von Glasgrün auf Fendt-Grün neu. Oder halt auch wählbar in Fendt-Grün alt. Dann kostet dieser Hänger hier auch nur 31.188 Euro. Und so sieht das Ganze aus in den verschiedenen Farben, wie zum Beispiel hier den Basisaufbau, ne? Dann haben wir hier den Classicliner. Dann haben wir hier den Aufbau für Mist und Kalk und Dünger zum Beispiel. Auch sehr interessant. Und halt auch für die jeweiligen Flüssigkeiten, Gülle, Gärreste, Wasser, Herbizid und Co. Genau. Natürlich möchten wir das Ganze auch noch ausprobieren, ne? Dazu switchen wir einfach mal an einen Traktor. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Traktor da, ne? Hier haben wir natürlich das Licht. Kennzeichenbeleuchtung haben wir am Start. Dann Begrenzungsleuchten an der Seite.
Das normale Licht, dann die Rückfahrleuchte, zwei Stück. Die Bremse ist auch am Start. Blinker rechts und Blinker links. Ja. Und dann haben wir hier noch wählbar im Prinzip in der Tastenkombination R1 gedrückt halten und rechter Stick nach oben oder nach unten. Da können wir im Prinzip den Aufbau in der Höhe wählen, nach vorne. Also vorne, nach oben oder nach unten. Ne? Im Prinzip die Deichsel verstellen, ne? Sodass man besser dann drunter fahren kann. Sonst haben wir hier aktuell keine Sachen, die man am Anhänger wählen kann. Wir fangen mal mit dem Classic-Liner an. Wir fahren einfach hier drunter. Ne? Und dann bekommt ihr einen Triggerpunkt. Da drückt ihr einfach nur X. Dann wird der angehangen und die Füße fahren sich automatisch ein. Das war im Vorgänger nicht der Fall. Da muss man das manuell machen und hier geht es alles automatisch. Hier haben wir wählbar die Abkippseite hinten oder den Kornschieber. Ne? Und hier auch wählbar L1 und R1 für hier entladen mit Dreieck. Da geht er im Prinzip so hoch, ne, und entlädt dann automatisch an der Stelle. Zum Beispiel. Dann wollen wir den natürlich mal ausprobieren. Wir fahren mal unter eine Multikaufstation. Und hier können wir zum Beispiel auch wählen, was wir laden wollen. Weizen, Mineraldünger, Miststeine, Schweinefutter, Kalk oder. Hier kann man auch wählen Hackschüssel, Häckselgut, Futter, Mais, Sonnenblumen, Oliven, Hirse, Raps, Hafer und Co. Wir wählen im Prinzip mal Weizen aus. Ne? Zum Beispiel. Und dann fahren wir mal hier rüber ins Silo. Die ganzen Sachen abladen. Und man sieht auch, der Anhänger lenkt hinten mit der Achse mit. Sofern ihr einen Lenkeinschlag habt. Ne? Ist auch sehr interessant gemacht. Wie gesagt, dazu fahrt ihr einfach hier drunter, ne, und kippt einfach normal ab. Einmal hinten abkippen, ne, zum Beispiel. Oder ihr könnt das Ganze auch wählen, indem ihr den Kornschieber wählt. Ne, auch hier natürlich wählbar, umschaltbar, R1 und Steuerkreuz nach unten. Könnt ihr natürlich auch den Kornschieber wählen. Das geht natürlich auch. Zum Beispiel. Dann stellen wir den mal hier ab. Zack. Und dann fahren wir weiter. Jetzt fahren wir mal unter den Streuer hier oder unter den Universalstreuer. Ne? Also müsst ihr immer genau gucken, dass ihr genau drunter fahren tut. So, genau. Auch hier haben wir das Licht. Natürlich, weil die Abdeckung ja im Prinzip abgedeckt wird oder halt Prinzip hier durch den Aufbau verdeckt wird, dass dieser Aufbau von dem Miststreuer noch einen eigenen Aufbau hat für die Beleuchtungsanlage. Hier haben wir natürlich das normale Licht, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrleuchte, Blinker links und Blinker rechts. Auch hier sogar wählbar und man sieht es auch als Deko hier dran, Fertigaufkleber und die ganzen Warnzeichen. Also nicht reingreifen in drehende Teile, nur bei Stopp reingreifen, wenn überhaupt. Oder halt Achtung, dass ihr halt die Finger gequetscht bekommt. Oder. Dann fahren wir natürlich mal hier drunter. Auch hier wieder eine wählbar machen, was wir haben wollen. Mineraldünger, Kalk oder Mist. Wir wählen erstmal Mist aus. Ungefähr hier so viel.
Dann machen wir das Ganze noch auf, L1 und X für aufklappen. Und wollen das natürlich auch hier verteilen. Ich fahre nochmal ein Stück hier rüber. Und drücke dann einfach hier L1 und Viereck. Und ihr könnt hier schön im Prinzip verteilen. Ah, hier sieht man das nicht. Okay, das ist jetzt ungenau, weil wir ja mal schon mal gedüngt haben. Dann fahren wir gerade zu dem anderen Feld daneben. Manchmal sieht man es genau, manchmal nicht so genau. Deswegen fahren wir einfach mal jetzt mal hier hin. Hier müsste man das eigentlich schon sehen können. Genau, hier sieht man es. Und hier kann man auf jeden Fall schön sehen, wie breit er ist. Und man kann hier auch wählen, doppelte Menge ausbringen. Im Prinzip L1 und Steuerkreuz nach rechts. Dann bringt er die doppelte Menge aus. Zum Beispiel. Je nachdem. Ne? Mal gucken, ob wir das Ganze auch hier entladen können. Nee, können wir nicht. Also müssen wir im Prinzip den Düngestreuer komplett leer fahren. Oder die Mischstreuer komplett leer fahren, damit wir halt dann auch andere Dinge laden können. Ich fahre jetzt einfach mal hier zieht weiter. Ja. Machen wir hier noch die Ecke weiter zum Teil, dass der auch leer wird. Und ich habe euch ja ungefähr gezeigt, wie breit der so ist in dem Zustand. Dass das Ganze halt auch so angezeigt wird, ne? Was auch wiederum interessant ist. Je nachdem, wie viel er hier verbraucht, dann können wir das auf jeden Fall gut benutzen, das Ganze hier. Und dann wollen wir euch auf jeden Fall das auch mit dem Kalk zeigen. Ob das jetzt auch einen Unterschied macht oder nicht. So, jetzt holen wir mal noch Kalk dazu. Machen wir mal Kalk hier rein. Ungefähr so 5 Tonnen. Und mal gucken, ob das hier jetzt funktioniert. Ja, funktioniert hier. Aber man hat hier im Prinzip dieselbe Menge und dieselbe Breite wie beim dem Mist. Was auch wiederum interessant ist, sodass man hier keine Einbußen hat von der Breite her. Ne, zum Beispiel. Nur um euch das mal zu zeigen, wie breit der ungefähr streut. Nur halt als Beispiel. Dann können wir den zuklappen. L1 und X für zuklappen. Dann stellen wir den natürlich auch neben den anderen Anhänger dazu. Und dann nutzen wir auf jeden Fall mal das Güllefass oder den Tankaufbau. Wie gesagt, einfach hier hinfahren und L1 und X drücken. Und dann halt den Anhänger abhängen. Genau, zack, X drücken. Und dann fährt er automatisch die Füße hoch. Beziehungsweise hoch oder runter. Und dann könnt ihr auch schön wieder wegfahren damit. Jetzt mal die Sache. In der Mod-Beschreibung steht drinne, man kann auch die Paletten entladen mit diesem Anhänger hier. So. Wir haben natürlich nur hier gewählt Gülle oder Gärreste, glaube ich. Ja, genau. Gülle oder Gärreste, ne? Da wählen wir im Prinzip mal die Gülle aus. 18.000 Liter gehen hier rein. Und fahren wir mal darüber jetzt. Um euch mal zu zeigen, wie das Ganze halt mit der Gülle aussieht. Na, hier so sieht das mit der Gülle aus.
Ne? Ist auch eine immense Arbeitsbreite, auch sehr schön gemacht. Ne? Ungefähr 18 Metern. Ja, das passt auf jeden Fall. So, hier haben wir ja schon mal gemacht, weil die doppelte Menge ja an war. Und ihr könnt hier schön sehen, auch so breit ist das Ganze. Und man kann es auf jeden Fall für mittlere Höfe oder sogar für große Höfe gebrauchen. Ja, und ist auf jeden Fall ein schöner Mod. Für 25 MB macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ne? Habt ihr verschiedene Aufbauten. Ja, es ist Geschmackssache, das Ganze. Das stimmt. Aber da sind die Geschmäcker total verschieden, was das angeht. Ich habe das Pack damals sehr gefeiert, weil ich das sehr funktionabel fand. Und man es halt auch überall einsetzen konnte. Sofern auf kleinen Karten, aber als auch mittleren Karten. Wie gesagt, das Ganze in der Version 1.3.0.0 sogar, ne? Und für alle Plattformen. Das war es ja leider schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über Feedback freuen. Falls ich doch mal was vergessen haben sollte, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare reinschreiben, ne? Oder falls ihr Fragen, Anmerkungen oder gern mehr habt, schreibt es mir doch auch gerne in die Kommentare. Besucht uns gerne noch auf Twitch oder gerne auf unserem Discord-Kanal. Da sind wir gerne noch auch ab und an mal für euch unterwegs. Und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Einschalten. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.